Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. So, wir haben jetzt hier oben die Teppiche mit diesen Wellen da drin jetzt mal verschwinden, wenn wir fertig sind, unten ausbreiten. Genau, da haben wir jetzt ein paar Gewichte dran gemacht. Ja, ich weiß nicht, dieser Teppich entweder im Flur oder bei mir im Zimmer. Ich überlege noch. Und den haben wir ja gesagt, im Wohnzimmer. Wir haben auch mit Alexander gesprochen. Er möchte, dass wir, beziehungsweise wir hatten die Idee. Was habe ich jetzt gemacht? Hatte die Idee, dass wir das Lenkrad hier verkaufen, wenn er da nicht so oft mit spielt, sein Driftbike und seine PS4 und dafür kriegt er zu Weihnachten eine PS5. Haben wir uns gedacht, ist ein guter Plan. Ich finde, das Kinderzimmer sieht richtig, richtig schön aus. Ja, noch ein paar Kleinigkeiten, dann ist es fertig. Wir haben gestern nach Schreibtischen geguckt. Ich habe einen richtig schönen Schreibtisch gefunden in schwarz mit so LED-Lichtern. Das ist wie so ein Gaming-Schreibtisch. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube um die 120 Euro, 1,20. Der wird da gut hinpassen und vielleicht hole ich ihm da noch so einen Gaming-Stuhl. Aber ich muss mal gucken. Der soll nicht so einen gemütlichen Stuhl da haben, weil da soll er seine Hausaufgaben machen und lernen. Und eigentlich ist die Ecke auch nicht zum Spielen gedacht. Ne? Der hat ja keine Gaming-Ecke da drin, sondern ist eigentlich sein Schreibtisch zum Lernen. Aber ich dachte mir, kein 0815 weißen, sondern diesen schwarzen da. Das wird ihm bestimmt total gefallen, weil er hat sein Zimmer ja auch noch gar nicht gesehen. Ne? Das wird ja dann eine Überraschung. Und der schwarze Schreibtisch wird dann ganz gut zu dem schwarzen Gaming-Teppich passen. Habt ihr eine Idee, wo ich günstige so Klemmrollos holen kann, beziehungsweise so Verdunklungsrollos? Für so Dachgeschossfenster, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen? Dann schreibt es mir mal in die Kommis, wo man sowas gut und günstig bekommt. Ich brauche auch nur zwei Stück hier im Büro, machen wir nichts, weil da ist jetzt nicht so viel Sonne wie vorne. Und hier, glaube ich, brauchen wir es auch nicht. Also nur im Kinderzimmer zwei Stück. Ihr Lieben, schaut mal, die Malmkommode steht. Wir haben provisorisch den Spiegel auch schon mal so drauf gemacht und das sieht wirklich echt schön aus, wenn der Spiegel da noch drauf ist. Ich werde jetzt die Schubladen einmal aussaugen und dann werde ich die einräumen. Und ich war jetzt nochmal zu Hause, habe nochmal eine Ladung Schuhe mitgenommen. Und ja, hier ist das blanke Chaos, wie ihr sehen könnt. Und habe noch ein paar von den TV-Tischen, von den IKEA-TV-Tischen hierher gebracht. Und bin jetzt am Überlegen, wie ich das Ganze hier dann mache, wie ich das hinstelle, damit meine Schuhe Platz haben, damit da noch ein Spiegel Platz hat. Und so wie ich es mir vorgestellt habe, dann hinter der Tür, dann nochmal eventuell ein 1 Meter Packschrank für meine Taschen. Und nochmal mit Regalen. Aber das steht noch in den Sternen. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Vielleicht reichen auch hier die TV-Tische einfach aus. Und ja, schaut jetzt nicht hier auf den Stuhl. Den habe ich aus der Küche. Der war der dritte. Und da habe ich schon mal hier mein Schminkzeug ein bisschen eingeräumt. Die sind ganz cool. Die hatte ich von Ikea. Aber ich hoffe, es gibt die nicht von Ikea, von Action hatte ich die. Diese Organizer. Ich hoffe, die gibt es noch, weil ich brauche auf jeden Fall für die anderen Schubladen noch mehr. Hier für meine Haarutensilien. Hier, das reicht so. Hier unten habe ich Föhn und Glätteisen und Lockenstab und so weiter. Und auf der anderen Seite werde ich mein gängiges Schminkzeug reinpacken. Dafür brauche ich auch nochmal diese Organizer. Was ist denn jetzt mit meinem Fokus? Hier für die Lippenstifte brauche ich auch noch. Ja, wie ihr seht, brauche ich auf jeden Fall noch Organizer. Und hier habe ich das jetzt erstmal so hingestellt. Der Schmuck, der kommt dann noch weg. Ja, leider gibt es diese IKEA-Trennwände nicht, diese Fließwände nicht aktuell. Die kosten 10 oder 15 Euro und das sind dann hier so aus Vlies so
Trendinger. Dann kann man den Schmuck da reinpacken. Die sind überall ausverkauft, online in jeder Filiale. Die wollte ich eigentlich hier rein. Aber ich sehe jetzt gerade, ich habe gemerkt, dass diese Kästchen hier auch reinpassen. Und bei Action gibt es diese Goldkästchen auch ohne Deckel und etwas größer. Und vielleicht werde ich mir einfach ein paar davon kaufen. Aber jetzt denke ich mir wieder, ist wieder so eine Geldfrage, ne? Wenn so ein Schmuckkästchen, ich glaube, um die 5 Euro kostet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Halleluja, da brauchst du ja auch so 10, 12 Stück. Mal zwei, ne? Zwei Schubladen. Bist du auch mal wieder bei 60, 70 Euro für sowas, ne? Ja, ich glaube, ich warte einfach auf diese Fließdinger. Also es sind quasi hier so welche aus diesem Stoff, ne? Aber halt so Trennwände. Viermal oder achtmal, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kästchen. Ich glaube, neun Kästchen müssten das sein. So, ich mache mal hier weiter und wir sehen uns gleich. Guck mal, in der Küche was bekomme. Ja, ich will mal gucken. Den einen, den du dir ausgesucht hattest, diesen schwarzen, den konnte ich nicht bestellen, weil der wäre erst in 2 Wochen gekommen. Deswegen habe ich dir so einen... Und der ist exakt morgen gekommen, nicht? Der ist direkt gekommen. Ich muss ja mal gucken, wie das geht, wenn wir wieder da sind gleich. Man muss den 1 wäre, ne? 6 bis 4 Stunden in den Gefrierfach. Ja. Und dann kann man Flüssigkeit dann reinmachen. Dann kann man so Flüssigkeit und dann so vermischen, ne? Ja. Cool. Das ist Strohhalm, die kann man zusammen machen. Ah. Das fühlt sich so an, als ob da schon was drin ist. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig schwer. Sollen wir den dann schon mal reinstellen? Ja. Müssen wir nur einmal sauber machen mit ein bisschen Wasser. Und wenn wir wieder da sind, okay, 4 bis 6 Stunden. Morgen können wir dann Wasser alles machen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt Alexandro zum Kickboxen gebracht. Ich fühle mich einfach so elendig. Ich habe überhaupt keine Zeit, mich morgens irgendwie fertig zu machen. Ich stehe auf und bin wie ein Roboter einfach. Ich denke mir so, schnell Kartons packen, 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 Treppen runter, ins Auto, Treppen hoch, ausräumen in die neue Wohnung. Also das geht so den ganzen Tag. Sachen kaufen, die man braucht, ne? Ja, deswegen überhaupt keine Zeit, sich irgendwie schick zu machen oder ja, überhaupt mal in den Spiegel zu gucken oder Haare bürsten oder so. Ja, ich habe Alexander zum Kickboxen gebracht. In einer halben Stunde ist er fertig. Ich war jetzt kurz bei Lidl einkaufen. Ich habe 11 Euro Pfand zurückgegeben. Ja, was habe ich geholt? Ein paar Kleinigkeiten, weil wir waren ja schon einkaufen. Das Gängigste hatten wir. Vorhin ist ja sein Slush-Eismaker gekommen und deswegen habe ich ihm ein paar Säfte geholt, damit das Slush-Eis machen kann. Einmal Pfirsich, einmal Bananensaft. Dann habe ich hier so einen Hygienespüler für die Waschmaschine geholt. Da gibt es jetzt auch mit Düfte, Morgenfrische. Dann habe ich einmal eine Limo geholt, ein Toastbrot, Cookies, ein paar Energy Drinks, feuchtes Toilettenpapier, Feuchttücher, Babyfeuchttücher, einmal Blutorange, einmal Orangensaft, frische, eine Vollmilch. Genau, das war's. 10 Euro noch, das habe ich bezahlt, weil ich ja noch die 11 Euro den Pfandbon hatte. So, jetzt räume ich das ins Auto. Hier ist auch schon wieder fast alles voll. Ich glaube, einmal gehen wir noch rüber heute. Und dann hole ich den Alexandro ab. Ich fühle mich auch richtig kaputt, Leute. Ich habe Stresspickel. Meine Nägel sind schon kaputt vom ganzen Schleppen. Obwohl ich die erst letzte Woche gemacht habe. Also, so ein Umzug ist nicht ohne, ne? Vor allem dieses Aufbauen, hin und her schleppen, irgendwie die Wände noch streichen, irgendwas machen. Oh, ich habe keine Lust mehr. Aber umso mehr freue ich mich danach auf die neue Wohnung, auf unser neues Zuhause. Ja, Alexandro freut sich auch total. Gestern, habe ich euch gar nicht erzählt, habe ich ihm einen Gaming-Schreibtisch bestellt.
Ich habe den jetzt nicht bestellt, weil er da spielen soll, sondern er soll da seine Hausaufgaben machen. Was heißt Hausaufgaben? Die macht er ja in der Schule. Aber ein Schreibtisch halt. Aber er sieht halt sehr, sehr cool aus. Er sieht sehr, sehr cool aus. Es ist halt ein Gaming-Schreibtisch. 130 Euro mit LED-Beleuchtung von Amazon. Guckt euch bitte dieses geile Ding mal an. Cool, oder? Ja, muss nicht sein, aber ich finde für 100, also ich finde für 130 Euro, der ist 60 x 1,20. Es gibt auch 1,40 und 1,60. Ich finde für den Preis mit sehr, sehr guten Bewertungen kostet ein normaler Schreibtisch genauso viel. Von daher fand ich den halt toll und habe ihn eben bestellt. Was habe ich mir denn noch bestellt? Ach so, ich habe ihm ja noch den Teppich bestellt. Den Gamer-Teppich. Der kommt aber erst etwas später. Das passt ja ganz gut zum Tisch. Wann kommt der eigentlich? Der kommt zwischen dem 12. und 23. September, also noch sehr lange bis dahin. Stand aber, dass der abgeschickt wurde. Wer weiß, woher der kommt, ne? Und die Lieferkosten waren 20 Euro. Also der Teppich hat 48 Euro gekostet und 20 Euro Lieferkosten. Also der, keine Ahnung, aus Shanghai oder woher der kommt. Aber ich werde ihm noch einen Schreibtischstuhl bestellen, auch so einen Gaming-Schreibtischstuhl. Finde ich auch mega cool. Ich bin nur nicht sicher, ob ich den direkt über Amazon oder über Miweber bestelle. Bei Miweber ist er 20 Euro günstiger. Das ist auch so ein Gaming-Schreibtisch mit LED-Beleuchtung. Ja, und der kostet 160 Euro. Ja, ich weiß, es muss alles nicht sein, ne? Man könnte auch einen normalen Schreibtischstuhl nehmen. Mein Magen knurrt. Aber ich möchte, dass Alexander schön hat. Ich möchte, dass er sich auf sein neues Zimmer freut. Ich möchte, dass es so ein bisschen jugendlicher gehalten ist, weil er jetzt schon fast 10 ist. Und ja, bald kommt er in die Pubertät. Und ja, ich möchte einfach, dass er gerne in seinem Zimmer ist und dass gerne auch Freunde bei ihm sind. Ich möchte einfach, dass die Kids sich wohlfühlen, wenn die da sind, ne? Das ist mir ganz wichtig. Und ich bin immer auch so ein Mensch, ich möchte, dass es den Leuten um mich herum gut geht. Ich gönne denen alles. Ich gucke immer, dass ich denen etwas hole, anstatt mir. Das ist genauso, auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich etwas Schönes für Alexander sehe, ich hole ihm zweimal was, anstatt dass ich mir was hole. Das mache ich total gerne, dass ich anderen eine Freude mache. Wie ist das bei euch? Ach, übrigens am Sonntag, weil wir den Alexander am Sonntag haben, fahren wir ins Towerland nach Holland. Das ist ein Freizeitpark, da freue ich mich auch schon drauf. Und Alexander nimmt auch einen Freund mit. Ja, dann werden wir den Tag verbringen. Da war ich noch nie. Und am Samstag bin ich am Centro Beach. Da ist eine Party mit Leuten aus dem Reality-TV. Da sind wir eingeladen, genau, da sind wir dann und ja, werden da mal gucken. Ich glaube, Laura und Mike stellen auch ihren neuen Song davor. Ich bin mit Gina da und mit Laura. Ja, wird auf jeden Fall auch schön werden. Na, wie war Training? Gut. So Leute, guckt euch das mal an. Wir sind fleißig. Ach, endlich wird's weniger. Endlich. Ja, ich freue mich. Ihr glaubt es gar nicht, wie sehr ich mich auf die neue Wohnung freue. So, so krass. Ja, und hier habe ich noch ein paar Trödelmarkt-Sachen hingelegt. Wir werden diesen Monat noch ein, zwei Mal auf den Trödel gehen. Und ja, dann kommt der Rest auch noch weg. Schaut mal hier. Meine Schuhecke ist auch schon weg. Nur noch die, die ich jetzt diesen Monat noch tragen werde. Hier die Schuhecke ist weg. Den Schrank, den habe ich auf eBay reingesetzt, den schwarzen, weil den werde ich nicht brauchen. Das nehmen wir ja noch mit. Diese Garderobe, die stellen wir vor die Tür. Meinen Kamin, der kommt auch weg. Den werden wir nicht mit in die neue Wohnung nehmen. Und ja, die Kartons werden hier auch immer weniger. Wir bringen ja immer wieder mit meinem geräumigen günstigsten SUV Deutschlands
Das hier, das da, bringen wir ja immer wieder ein paar Kartons in die neue Wohnung. Ja, dein Eis ist jetzt bestimmt fertig. Ja, Eis. Das sieht ganz gut aus. Ja. Drück. Oh ja, drück mal. Ja, sieht gut aus. Da ist ja alles explodiert. Ha? Da ist ja Alex explodiert. Da ist noch Flüssigkeit, oder? Probier. Lecker. Ja. So, jetzt gibt es zum Abschluss noch Sandwiches mit Butter und Käse. Und dann sage ich gute Nacht für heute. Wir sehen uns morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag und heute habe ich mich mal ein bisschen zurecht gemacht. Ich habe nämlich gleich nochmal einen Termin draußen und deswegen dachte ich mir, komm, machst du dich mal ein bisschen hübsch. Mal ein bisschen schminken mal wieder. Ja, vorhin sind die Schreibtische angekommen, die wir bestellt haben, die zwei Schreibtische. Und hier sind noch ein paar andere Sachen angekommen. Die Brand New Box wollte ich euch ja noch zeigen. Oh, die ist aber schwer heute. Die ist schwer diesmal. Dann ist hier noch was angekommen, wo ich nicht weiß, was es ist. Nice to meet you. Muss ich mal gucken, was ich hier bestellt habe. Ich weiß es gerade nicht. Und was auch angekommen ist, ich habe hier diese Schubladenteile aus Filz bestellt, die war eBay Kleinanzeigen bzw. Bekommen. Ey, die gibt's bei Ikea nicht mehr. Die sind überall ausverkauft. Diese für 1 Meter mal 58 Schubladen. Die sind überall ausverkauft. Die sind jetzt 1 Meter mal 38 mal 38 cm. Die sind etwas kleiner, aber ich dachte mir, ich werde da ein bisschen was basteln. Ich habe jetzt zwei Stück für 15 Euro bekommen. Normalerweise kostet pro Stück 10 Euro von denen. Und ja, ich dachte, ich bastel mir was damit. Und hier ist auch nochmal was Großes gekommen. Ich glaube, das ist ATM-Handel. Ah, Stoffhandel. Da habe ich mir nämlich auch nochmal Filz bestellt als Unterlage. Und guck mal, wie viel. Genau, für beide Packschränke. Einmal in Schwarz für das eine Zimmer und einmal in Grau. Ja, das schaut so aus. Einmal hier das Graue für meinen Schrank und das Schwarze für den anderen Schrank. Das nehmen wir dann auch direkt mit rüber. Und ich habe mir gestern Abend noch ein Blutdruckmessgerät und ein Pulsmesser für den Finger bestellt. Ich dachte mir, okay, jetzt bin ich in so einem Alter, wo ich sowas brauche. Nee, ich dachte mir jetzt wegen meinem Herzen. Also ich muss sagen, ich komme ganz gut damit klar mit den Tabletten. Manchmal bin ich mittags so ein bisschen müde und deswegen wollte ich halt mit dem Blutdruckmessgerät gucken, ob mein Blutdruck vielleicht zu krass runtergeht, weil dann entsteht ja auch diese Müdigkeit und dass man schlapp ist und so weiter. Und das wollte ich mal ein bisschen im Blick behalten. Und dann interessiert es mich auch mit diesem Fingerding. Okay, man kann den Puls ja auch hierüber messen, aber ich glaube, hierüber ist es viel besser zu sehen. Also genauer. Und da interessiert es mich, wie mein Puls jetzt gerade ist, ne? Mit den Beta-Blockern. Weil ich spüre mein Herz wirklich fast gar nicht mehr. Also nicht mehr wie vorher halt, sonst habe ich es immer bis zum Hals gespürt. Und ich habe heute auch im Krankenhaus angerufen, damit ich dieses Schluckecho mache. Da muss ich 2 Tage da bleiben. Am ersten Tag wird ein Corona-Test gemacht, eine Blutabnahme und so weiter. Und am zweiten Tag wird dieser dieser Schluckecho gemacht. Da muss ich das Ding da schlucken und das wird unter Vollnarkose gemacht. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe irgendwie so voll Angst vor sowas mit Vollnarkose. Naja, was gemacht werden muss, muss gemacht werden, ne? So, jetzt gucke ich mal, was hier angekommen ist. Ich kann nämlich irgendwie gar nichts damit anfangen. Sieht auf jeden Fall nach Klamotten aus. Es sind Klamotten von
Ach, das ist doch hier Kapschi. Ach, das ist Kapschi. Ich habe mich nur gewundert, weil... Ach, mein Gott, da steht doch auch drauf auf der anderen Seite. Bin ich blind. Kapschi, ja, ich habe wieder bei Kapschi bestellt. Ich habe ja immer gesagt, es gibt da so tolle Sommermode und ihr wisst, meine ganzen Kleider fast habe ich von Kapschi und die sind einfach so wunderschön. Habt ihr bestimmt auch auf Instagram bei meinen Bildern gesehen. Einfach so tolle Sommerkleider, so tolle Bikinis, Badeanzüge, auch für größere Größen. Und jetzt, meine Lieben, hat Kapschi sogar Wintermode. Und ja, da habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen zugeschlagen. Das zeige ich euch aber dann etwas später. Ich zeige euch jetzt erstmal die Brand New Box. Die ist wirklich schwer. Ich bin da gespannt, was da drin ist.